Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Trend Raider Box ist da. Die ist dieses Mal eher so mittelschwer. Ich bin schon gespannt. Ich habe hier die vegane Edition und ich habe auch einen 10% Rabattcode. Den schreibe ich euch auf jeden Fall in die Infobox und setze euch auch die Box mal rein, damit ihr da schnell Zugriff drauf habt, falls es euch interessiert. Und für 12 Monatsabonnenten gibt es immer ein tolles Goodie. Ich werde die Box jetzt mal aufmachen und dann schauen wir direkt rein. Wenn ihr die Box aufmacht, sieht die dann so aus. Sehr, sehr schön. Bedrucktes Seidenpapier. Und Motto der Box ist dieses Mal Cozy Weekend. Es ist ja sehr, sehr regnerisch momentan, also das Motto passt. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich könnte mir vorstellen, passend zum Thema vielleicht ein paar Kuschelsocken oder eine Kerze oder irgendwie was zum Knabbern. Einen leckeren Tee könnte ich mir vorstellen. Ja. Schauen wir mal, ob was davon drin ist. Und gepackt hat die Box die Anna. Hier ist das Heftchen. Da stehen Informationen zu den Produkten drin und auch die Preise. Da werde ich dann gleich mal reinschauen. Aber ich werde erstmal ein bisschen was rausziehen und dann gucken wir mal. Erstes Produkt, was ich hier sehe, sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Die Verpackung gefällt mir. Das ist so Pappe. Und das ist von, ich glaube, das heißt Kuschel. Cozy by Nature, auf jeden Fall schon mal super gut zum Thema. Und das sind, ich glaube, das sind Waschlappen. Waschhandschuh-Set aus regengewässerter Biobaumwolle und weichen Holzfasern hergestellt. Okay, cool. Zwei Stück sind da drin. Nachhaltige Materialien, pflanzt Bäume, klima- und ressourcenpositiv. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Und ich schaue mir das mal an. So sieht das aus. Sind auf jeden Fall Waschlappen. Die sind schön dick, die sind super weich und kuschelig. Dunkelblau gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Und ich verwende das auch, um mich abzuschminken. Ich komme damit einfach am besten zurecht. Das rutscht mir nicht weg. Das kann ich auswaschen. Ich kann beide Seiten verwenden. Und habe davon auch etliche da. Also einfach Waschlappen halt. Und Aufhängerchen gibt es auch noch mit dabei. Also ich finde das ein tolles Produkt. Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Finde ich schon mal schön. Und abgebildet sind hier zwei graue. Das hätte bei mir ins Badezimmer tatsächlich ein bisschen besser gepasst, aber mir ist das auch wurscht. 14 Euro kosten die. So, die sehen wirklich auch total hochwertig aus. Also mir gefallen die wirklich sehr, sehr gut. Sind super weich. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich greife weiter rein und habe so was Interessantes hier und was zum Knabbern passt. Kraft der Natur, Biozentrale, Tortilla-Röllchen, Mais und Tomate. Kenne ich gar nicht, klingt aber auf jeden Fall sehr lecker und könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt kommt es wieder zu einem Sour Cream Dip. Wo habe ich die denn? Hier. Ah, okay, 1 aus 3. Kosten 1,79 Euro und es hätte auch noch drin sein können, entweder ein Biomehl, hätte ich auch super gefunden, oder eine Suppe von Nabio, hätte mir auch sehr gut gefallen. Ich bin damit zufrieden und ich finde, es passt auch alles zum Thema. Also auch sehr cool. Nächstes Produkt ist das hier. Verpackung finde ich auf jeden Fall schon mal hübsch, ne? Es ist schön rosa-pink. Sanfte Handseife Wildrose von Cosnature. Die Marke kenne ich, hatte ich schon öfter was von da, finde ich sehr, sehr gut. Das sind 300 Milliliter drin. Ich werde da mal schnuppern. Bei Rose bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig, aber das hier gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das riecht nicht muffig, das riecht total gut. Ach, bin ich froh. Ich dachte schon, oh, oh, Rose. Aber das ist ein ganz, ganz toller Rosenduft. Und
Was kostet das? Wo ist das? 1,79 Euro, 300 Milliliter. Kann man auch sehr gut gebrauchen. Und ich sehe direkt schon was. Und zwar ein Stirnband. Das sieht aber sehr groß aus. Ich gucke mal kurz. Ja. Ich habe ja einen sehr, sehr kleinen Kopf, ne? Das ist mir zu groß, das rutscht. Aber macht nichts. Das wird auf jeden Fall ein Abnehmer finden. Ich habe einfach auch einen kleinen Kopf, weil ich auch super klein bin. Ich bin gerade mal 1,53 Meter und ich hatte ja auch mal eine Zeit lang, wo ich eine Perücke gebraucht habe und hatte tatsächlich eine Kinderperücke. Aufgrund meines kleinen Kopfes. Von daher, das kenne ich schon. Aber euch wird das bestimmt passen, wenn ihr das bestellt. Das ist super schön weich. Ist von, oh je, Schieb, glaube ich. Weiß nicht so genau. Das ist die Marke auf jeden Fall. Ah, das ist so flauschig. Das hätte mir jetzt auch gut gefallen, aber wenn es rutscht, bringt das nichts. Und jetzt habe ich sogar noch die Haare so ein bisschen dicker offen. Wow, 39 Euro, Leute. What? Stirnband aus Vlies. 39 Euro, das kostet ja schon die Box. Ohne Rabattcode. Oh, mit einem Produkt, Leute. Oha, okay. Wow. Wir machen weiter. Nächstes, eine Seifendose aus Zuckerrohr kann ich so, so, so gut gebrauchen, Leute. Ich hab ja für die Kleine ein paar Seifen, eine Haarseife und auch eine Duschseife. Vielleicht habt ihr es ein bisschen mitbekommen. Ja, Hobby aktuell ist es, Duschgel leer zu drücken. Da haben wir gesagt, okay, komm, dann nehmen wir jetzt mal eine Duschseife, weil das bringt ja sonst nichts. Und für die Haare, für ihre Haare ist eine Haarseife total gut. Die Haare sind super schön weich, die glänzen, die lassen sich gut durchkämmen. Und ja, ich habe aber keine Seifendose, ich habe Tupperdosen genommen. Und ja, es sieht natürlich ein bisschen komisch aus im Badezimmer. Deswegen, ich freue mich, dass da so eine Seifendose dabei ist. Oh, voll gut. Mit so einem Abtropfer noch. Sehr, sehr, sehr cool. Da freue ich mich. Das können wir sehr gut gebrauchen. Gucke ich mal. Kostet 12,90 Euro. Ist von avoidwaste.de. Sehr, sehr cool. Da freue ich mich. Und habe ich schon direkt ausgepackt. Nächstes ist was Interessantes. Sieht so aus. Super schönes Grün. Kindersicherung zum Öffnen, siehe Boden. Oh Gott, Kindersicherung ist ja meistens auch von mir sicher. Vorne öffnen. Perforierte Abdeckung abreißen. Flügel an den Einschub drücken. Ah, okay, also es ist sehr gut beschrieben. Das sind Waschmittelkapseln. Okay. Leute, ja, wie ich es euch schon gesagt habe, ne? Mit Kindersicherung habe ich es ja auch nicht so. Leute, ich kriege das nicht hin. Ich schwitze schon total. Ich versuche das hier schon die ganze Zeit. Oh, komm. Ich habe ja kein kleines Kind daheim, was ihr Waschmittel ist. So sieht das Ganze aus. Ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Das wird eh sicher verwahrt. Die Waschmaschine ist im Keller. Also... Okay, ja, werde ich auf jeden Fall verwenden. Sieht richtig cool aus. Riecht frisch. Das Produkt an sich gefällt mir gut, aber diese Kindersicherung, ja, die ist wirklich, die ist sicher. Es gibt sogar auch einen Rabattcode, 25% Rabatt. Und das Ganze ist von smallproducts.de. Und der Gutscheincode heißt smalltr25. Und das Ganze kostet 6 Euro. Und wie viele Kapseln sind denn da drin? Wie viel Mal kann man denn damit waschen?
Ich glaube, ich hätte da drin was gesehen von 9. Reicht für 9 Wäschen. Ja, finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Hier ist der Rabattcode. Gefällt mir. Nächstes Produkt ist, okay, Naturata heiße Schokolade mit 40% Kakao. Ja, wieso nicht? Ich bin jetzt kein Kakaotrinker, aber die Kleine trinkt gerne und mein Bruder auch. Mit Vollrohrzucker. Interessant. 1 bis 2 Teelöffel braucht man und mit warmer Milch verrühren. Klingt interessant. Ja, kann man gut gebrauchen. Ist toll. 5,69 Euro. Auch schön. Bis jetzt war noch nichts dabei, was mir nicht gefällt. Lediglich etwas, was mir nicht passt von der Größe her. Aber ja, es liegt halt auch an mir. Aber ich, also alle Produkte finde ich bis jetzt wirklich super. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und da freue ich mich natürlich auch drüber. Das ist eine Tuchmaske von Bullrich. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, wie ich die fand. Dann werde ich die nochmal machen. Entspannend und beruhigend bei trockener und gereizter Haut. Ist natürlich auch super für so ein gemütliches Wochenende. Sich entspannen, eine schöne Gesichtsmaske machen, ein bisschen Spa-Day, sich was Gutes tun, Kakao trinken. Ja, ein bisschen Wäsche waschen muss am Wochenende ja auch immer sein, ne? Chips knabbern. Ja, cool. Ich freue mich. Ich finde es ein schönes Produkt. Und die Masken sind auch, glaube ich, gar nicht so günstig. 1,95 Euro. Und es kann auch noch eine andere drin sein. Nämlich die blaue davon. Und dann kommen wir zu den letzten Produkten. Und ich sehe schon, es sind 3 Produkte noch. Und da habe ich unter anderem das hier. Meine Biotik. Biotik? Meine Biotik? Weiß gar nicht, was das ist. Irgendwas mit einer Pflanze oder Putzmittel? Ich gucke mal nach. Ist ja wieder super spannend hier. Probiotischer Haushaltsreiniger. Und Grießwasserzusatz. Okay, das klingt ja mal ganz anders. Solltest du dich an deinem Wohlfühlwochenende, ich habe es ja gesagt, nach etwas Gesellschaft sehnen, können wir die kleinen lebenden Haushaltshelfer von Meine Biotik wärmstens ans Herz legen. Dem Haushaltsreiniger und dem Pflanzenhilfsmittel wohnt nämlich die natürliche Kraft mikrobieller Kulturen inne. Die dank Fermentation ihre volle Wirkung in deinen 4 Wänden entfalten. Gib dafür einfach den Inhalt eines Säckchens zusammen mit 300 bis 500 Milliliter Wasser in eine Flasche und lass dich von der Wirkkraft dieser wunderbaren Mikroorganismen überraschen. Okay, ja, nee, ist jetzt für mich was ganz Neues. 6,49 Euro kostet das. Klingt abgefahren. Interessant. Das ist cool, das kann man mal ausprobieren, ne? Spannend. Man entdeckt immer wieder was anderes hier in der Trend Raider Box. Und dann kommen wir noch zu den letzten 2 Produkten und das ist auch was zum Essen. Ich suche es mal gerade eben schon, habe schon gesehen. Das ist nämlich unter anderem hier wieder so eine super coole, dicke Tafel Schokolade von Tony's. Tony's Chocolonely und das ist die Geschmacksrichtung, wo steht's? Zartbitter, Mandel, Meersalz. Super schöne Verpackung, super dick auf jeden Fall auch. Kostet 2,99 Euro. Und dann noch was sehr Cooles. Vegan Protein Bar von Bear Balls. Salty Peanut, auch wieder was Salziges mit Nüssen. Das ist ja schwer angesagt aktuell und das kostet 2,49 Euro. Das war's mit der Box. Hat mir echt richtig gut gefallen. Es war aus jedem Bereich was Tolles dabei, auch was, was ich jetzt noch überhaupt gar nicht kannte. Da freue ich mich drauf, das finde ich auch mega cool. Die Waschlappen, die Seifendose gefällt mir. Schöne Box.
Hat mir sehr gut gefallen. Die Trend Raider Box ist immer für Überraschungen gut, weil da kann echt alles drin sein, alles, was man gut gebrauchen kann. Ich werde euch alles verlinken. Schaut gerne vorbei. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.